Ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Folge unseres Formats Daily Dose Runes of Magic. Ja, jetzt im zweiten Anlauf, weil ich es mal wieder mit der Aufnahme verkackt habe. Ja, aber diesmal war es tatsächlich kein technischer Fehler, sondern einfach ein Dummheitsfehler von mir. Ich habe gedacht, ich hätte einen Hotkey zum Aufnehmen festgelegt und habe mich nicht der Aufnahme vergewissert. Und ja, das hat dann letzten Endes hier dazu geführt zu dem, was es jetzt ist. Naja, ich guck mal ganz kurz. Genau, jetzt wird es auch vernünftig aufgenommen, wie ich es vorhatte. Gut. Jetzt erstmal. Ja, ich lebe noch. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch, stirbt nicht. Habe ich jetzt so lange nichts von mir hören lassen und es sind einfach nur automatisiert noch ein paar Folgen Isaac gekommen und sowas alles. Und keine Daily-Dose mehr und überhaupt, was war überhaupt los? Das lässt sich im Prinzip sehr einfach erklären. Ich gehe mal kurz rüber zum Hefnerlager. Wird von eben kurz an unseren Questort kommen. Scheiße, jetzt. Das sollte man nicht immer mit irgendwas in der anderen Hand rumspielen, was man runterwerfen kann. Naja. Was war mit mir die ganze Zeit gewesen? Ich habe nichts von mir hören lassen, sondern habe nur automatisierte Folgen rausgehauen, was ich noch so an Folgen übrig hatte. Ja. Ich habe es in den vorherigen Daily-Dosen schon mal ein bisschen anklingen lassen. Und hier ist es jetzt, dann ist es tatsächlich so enorm geworden, dass ich überhaupt nichts mehr dazu sagen konnte, weil es einfach im Prinzip Lebensinhalt geworden ist. Es war nämlich das wunderschöne Projekt, an dem ich die ganze Zeit gesessen habe, welches mich so komplett und vollkommen eingespannt hatte. Will man jetzt erstmal nicht meinen, war aber tatsächlich so. Mein Projekt hat mir so viel Zeit genommen, dass ich wirklich überhaupt nichts anderes mehr machen konnte, außer schlafen, essen und Projekt, also fürs Arbeiten fürs Projekt. Das war wirklich so, der ganze Lebensinhalt war nur noch, ja, wenn du hungrig bist, gehst du was essen oder isst du dir eben was. Wenn du müde bist, schläfst du 4 Stunden oder sowas. Und ansonsten war die einzige Sache, die man dann gemacht hatte, arbeiten. Arbeiten, 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 damit man das Scheißprojekt rechtzeitig fertig bekommt. Ich habe einige Nächte komplett durchgemacht. So meine längste Wachzeit war, glaube ich, 36 Stunden am Stück. Danach gab es dann 4 Stunden Schlaf mal. Das konnte man sich dann mal gönnen. Ja, das Projekt hat einen wirklich ein bisschen kaputt gemacht, wenn man es schon bald so nennen möchte. Ja. Und es war halt wirklich alles nur noch Projekt, 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 Projekt. Deshalb hoffe ich, dass ihr es verstehen könnt, dass ich in der Zeit nicht zum Aufnehmen hier irgendwie gekommen bin, noch irgendwie eine Daily-Dose zu machen oder sonst was, weil ich wirklich jede Minute, die man irgendwie anders verbracht hatte, war eine Minute, die man weniger zu schlafen hatte. Denn die Arbeit musste fertig werden. Schon allein war es immer so eine Aufwärtsspirale. Jetzt hast du schon so viel Zeit reingesteckt, jetzt darfst du auch nicht mehr aufhören, denn dann wäre alles, was du gemacht hattest, ja auch umsonst gewesen. Also hat sich das immer weiter aufgeschaukelt, bis man hinterher an dem Punkt war, hier, bums. Kern der Erinnerung müssen wir suchen und mit ihm reden. Gut, das können wir eben fix machen. Ja. Und dann war hinterher die Konsequenz daraus, dass wir das halt alles andere drunter leiden mussten. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich war im Staubteufel-Canyon und nicht dort, wo wir mit die letzte Daily-Dose aufgehört haben. Was hat das wohl zu bedeuten? Natürlich ganz einfach, ich habe schon ein paar Folgen Runes of Magic wieder aufgenommen. Ab kommenden Mittwoch wird es wieder ganz normal weitergehen mit den Folgen. Schätze ich zumindest, dass ich am Mittwoch die Folgen alle hochgeladen kriege. Kurzer Hinweis noch, die ersten 3 Folgen, die dann jetzt kommen, habe ich schon im April aufgenommen. Das heißt, die sind eigentlich schon uralt, aber die will ich jetzt auch nicht hier einfach komplett verschwinden lassen, nur weil ich es verkackt habe, die zwischendurch hochzuladen. Ich wollte nur kurz darauf hingewiesen haben, dass es hier erstmal noch 3 uralte Folgen aus dem April sind und danach kommen die frisch aufgenommenen Folgen, die ich jetzt halt Anfang dieser Woche, am Wochenende, welches gestern und vorgestern war, aufgenommen habe. Ja. So, hier müssen wir mit dem Kern der Erinnerung ein bisschen quatschen, das machen wir mal fix.
Piep, piep. Ist stand. Moment, Moment, Moment. Piep, Sekundärziel ausgemacht, Machtstufe extrem gefährlich. Standort ist Eisfachstadt auf Grundlage der aktuellen Karte. 257 Ziele mit geringen gefährlichen Machtstufen entdeckt. Piep, piep, piep. Analyse zeigt höhere Machtstufe des Primärziels als Sekundärziel. Das Primärziel hat Priorität. Andere Ziele sollten nur zurzeit nicht verfolgt werden. Okay. Worum es auch immer dabei geht. So, dort oben können wir jetzt noch mit dem Fanger reden und dann noch den Bericht abgeben. So, und hier sind anscheinend ist eine neue Quest auch mit aufgetaucht. Wunderbar. Vermutung des Auges der Weisheit ist eine Laufquest. Schön um die, bis um die Ecke hier. Zu Fanger. Treffen an den Toren. So, eine neue Quest haben wir hier noch gerade nicht, ne? Dann gehen wir da mal eben kurz rüber. Sollte ja hier. Ah, ne. Wir müssen über ein bisschen über den Weg reiten. Ja. Was gibt es vielleicht sonst noch Lustiges zu erzählen oder so? Eigentlich überhaupt nichts. Einfach deshalb, weil der einzige Lebensinhalt wirklich das Projekt in den ganzen letzten Wochen war. Aber was mich mal interessieren würde, und das könnt ihr auch ruhig in die Kommentare dann schreiben, was habt ihr in diesen Wochen gemacht, in denen überhaupt keine Folgen von mir gekommen sind? Was ist bei euch in dem Leben sozusagen in den Wochen passiert? Weil ich würde es halt einfach mal interessieren, was so in anderen Leben passiert, während man selbst überhaupt kein Leben mehr hat, sozusagen. Ich bin auf jeden Fall mal drauf gespannt auf eure Kommentare diesbezüglich. Ja, das war klar, dass man es sieht. Ups. Jetzt muss ich wieder umgewöhnen auf die Steuerung des Schurken. Jetzt, nachdem ich den Hexenmeister vor ein, zwei Tagen gespielt habe. So, hier vorne soll ich mich mal irgendwo mit dem Typen treffen. So eine skrupellose Eishexe. Eigentlich müssten wir die auch mal bald machen. Hier die Eishexe fangen und so. Eigentlich müssen wir das auch schaffen. Ah, dort vorne ist der Kundschaft oder so. Ja. Guten Tag. Interessieren Sie sich für unsere Bananen? Sagen Sie Bananen. Interessieren Sie sich für unsere Äpfel? Leichte Hände und Füße betretet die Frostfestung. Den Tarnapparat sollen wir benutzen, okay. Also wir müssen in der Froststadt sein, okay. Gut, dann laufen wir bis dorthin unsichtbar. Das dauert zwar jetzt etwas länger, aber naja. In der Zwischenzeit trinke ich mal einen kurzen Schluck. Scheiße, hat uns wer gesehen. Naja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt in dieser Folge schon erwähnt oder ob ich es jetzt in der anderen, noch in der kaputten Folge erwähnt. Ich bin ja momentan dabei, so als kleines Nebenprojektchen ein kleines Spielchen zu, naja, entwickeln kann man nicht sagen, zusammen zu basteln. Ich habe dazu so ein Tool gefunden, welches es relativ einfach macht, Spiele zu entwickeln, aber dabei dann doch überraschend gute Ergebnisse erzielt, gleichzeitig dazu, dass es halt ziemlich einfach ist. Und ich bin dabei, so ein kleines Horror-Game zu entwickeln. Ich habe dabei allerdings ein paar kleine Problemchen. Und zwar drücken die sich dadurch aus, dass ich nicht so der Kreativste bin, was die Ausgestaltung von Räumen angeht. Beziehungsweise bei mir sehen Räume, selbst wenn sie eigentlich verlassen und kaputt und so aus sein sollen, ne, sehen sie total geordnet aus. Also jetzt ein Beispiel. Ich habe einen Raum, der wurde halt panisch verlassen. Ist halt so wie in Horrorgames, muss ja alles irgendwie panisch verlassen worden sein und so. So, aber die Tische stehen alle noch aufrichtig und auf den Tischen selbst stehen Objekte einfach reihenweise richtig schön ordentlich aufgereiht.
Und irgendwie, das finde ich nicht so toll. Das finde ich richtig blöd gelöst, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das überarbeiten soll. Vielleicht habt ihr da die eine oder andere Idee, wie man das besser machen könnte oder so. Oder Tipps, wie man das vernünftig hinbekommt, Dinge halt so zu gestalten, wie man es, ich sag mal, irgendwo doch im Kopf hat. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt kein. Ich habe ja irgendwie eine. Achso, warte mal, ich soll ja den Tarnapparat einschalten. Haha. Soll ich bis dort vorne vordringen oder wohin soll ich damit laufen mit dem Tarnapparat? Es gibt halt keinen Hinweis, wo ich hin muss, ne? Magieübertragungsgerät. Nö, sowas habe ich nicht. So, in der Zwischenzeit kann ich mal kurz einen Ring auswechseln. So. Hier kommen wir nicht weiter. Oder müssen wir tatsächlich irgendwo anders hin? Okay, die können uns dann tatsächlich doch sehen. Schade, ich dachte, der Tarnapparat wäre vielleicht ein bisschen stärker als unser Schleichen, aber im Prinzip ist es nicht sehr viel mehr. Naja. So, tarnen wir uns wieder. Vielleicht müssen wir auch dort vorne entlang. Ich gehe mal in diese Richtung. Ja, komm, machen wir jetzt die Ahnung wieder weg, damit wir mal vernünftig vorankommen und hier nichts so die ganze Zeit lang schleichen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon in dieser Folge hier schon wieder verweilen. Ja, sehr lange mache ich nicht mehr. Dann sind wir nämlich schon wieder durch mit der Daily-Dose für heute. Ne, hier ist auch nichts. Alles klar, dann machen wir, denke ich mal, da in der morgigen Folge weiter. Ich mache mich mal hier unsichtbar. So, wupp. Und dann schauen wir uns das morgen in aller Ruhe an. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und ciao, ciao.